In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, Feuer machen ohne Feuerzeug. Ich habe hier ein Wattepad und so einen Feuerstarter, also so ein Ding, womit man Funken erzeugen kann. So was ähnliches nochmal in einem Messer, im Messergriff. So, das ist ein normales Mora-Messer und in dem Griff ist so ein kleiner Feuerstarter drin. Ist nichts anderes wie das Ding, was ich gerade eben hier gezeigt habe. Also dieses dickere Stück, das ist einfach nur für, hat man länger was vor. Also Messer wieder weg, ist ein bisschen unhandlich. Deswegen zeige ich dir das mit dem Feuerstarter hier. Also hier habe ich ein normales Wattepad und wenn ich da mit dem Feuerstarter drüber gehe und da Funken drauf schlage, passiert nichts. Damit das trotzdem funktioniert, mache ich jetzt den Wattebett mal auf und zerfaser den Inhalt noch ein bisschen weiter, reibe das zwischen den Fingern und so lässt sich dann eine Flamme erzeugen. Ich habe jetzt mal die Brenndauer hier eingeblendet, also die Zeit der Brenndauer eingeblendet, weil das brennt halt ziemlich schnell ab und wenn man nicht schnell genug ist, dann ist der Zunder verbrannt, ehe man irgendwie was damit angezündet hat. Zum Zarette anzünden reicht's, aber wenn du jetzt zum Beispiel zu kochen oder sonst was ein Feuer entfachen möchtest, ist das ein bisschen wenig. Deswegen nimmst du ein bisschen Fett, zum Beispiel Vaseline. Da reicht auch nur so ein ganz kleiner Klecks. Also da ist jetzt nicht wirklich viel drauf. Ich habe da nur einmal drüber gestrichen. Und mache im Prinzip dasselbe. Ich verreibe die Vaseline jetzt so ein bisschen auf dem Wattepad. Und der Wattepad wird gleich wie so eine Art Kerze fungieren. Das heißt, also eine Art Docht fungieren. Und das wird die Brenndauer verlängern und vor allen Dingen die Flamme wird deutlich intensiver, heißer, weil du halt diesen Zusatzbrennstoff damit drin hast. Ne? Also nicht nur Zellulose, sondern halt ein Öl. Und da ist auch völlig egal, was für ein Fett du nimmst, Hauptsache, das ist brennbar. Also hier Vaseline geht, irgendwelche Cremes, irgendwelche Salben. Jetzt nicht so ein Anti-Aging-Scheiß, der das besteht im Prinzip nur aus Wasser und Verdickungsmittel, das brennt nicht. Aber so schönes Ringelblumensalbe oder so, das funktioniert recht gut. Und wie du siehst, das brennt deutlich länger und vor allem die Flamme ist größer, hat mehr Intensität. Damit kannst du schon irgendwas anzünden oder ein Feuer entfachen.